Morgen. Hallo. Hallo. Ja, gutes Wetter, Leute. Erinnert mich ein bisschen an unsere Fahrt ans Nordkap damals in Norwegen. Isi, weißt du noch? Ja, weiß ich noch. Das war auch nicht so gut. Da ist auch Rewe gefahren, ne? Oh Gott. Alter. Leichter Schneefall. Fuck, einmal, ey. Minimal. Das geht so in die Hose, diese Reise, Jungs. Alter, du bist echt in den Kurven, musst du voll aufpassen, geradeaus geht's. Ja. Nee, jetzt haben wir ja mit Paul auf jeden Fall einen absolut verantwortungsvollen Fahrer. Aber also ich war ja trotzdem unter 20 Metern. Heute ist komplett Schneesturm, ganz Island. Wir sind auf dem Weg Richtung Norden, aber auf dem Weg dahin stoppen wir einmal an einem Geysir. Also, was ich weiß, was ein Geysir ist, ist diese Wasserfontäne, wo sich unter der Erde warmes Wasser sammelt, ganz Druck ausgesetzt wird und irgendwann wird zu viel und zack, dann spritzt alles hoch in die Luft hinaus. Das ist ein Geysir. Und wenn wir Glück haben, sehen wir ihn sogar. Man kann gerade zumindest ein bisschen sehen, Leute. Wir sehen jetzt in Thingvellir, is that right? Thingvellir. Das ist so viel wie Parliament Field, ist er? Ja. So rund ums Jahrtausend nach Christus, als die Wikinger hier waren, haben sie sich nämlich jeden Sommer hier getroffen und man sagt so, das erste Parlament der Welt gewesen. Das heißt, sie sind hier hergekommen, haben sich alle getroffen, haben dann abgestimmt über neue Gesetze, haben ein paar Hexen verbrannt und so weiter und so fort. Und deswegen heißt das Gebiet hier so. Was auch noch hier ist, Leute, das ganze Gebiet, was ihr hier seht, der Großteil der Game of Thrones Aufnahmen nördlich der Wall, also nördlich der Mauer. Aber das Gebiet eignet sich halt perfekt dafür. Und zusätzlich ist das auch ungefähr hier die Stelle, wo die Kontinentalplatten aufeinandertreffen. Weil Island liegt ja nicht auf einer Kontinentalplatte, sondern genau zwischen der amerikanischen und der eurasischen Platte. Deswegen sind hier halt auch die ganzen Vulkane, deswegen gibt es Island überhaupt. Und es ist auch eines der Gründe für die Geysir. Okay, wir sind da. Und ich glaube, man sieht hier schon so langsam, hier geht auf jeden Fall was ab und man riecht es aus, richtig nach faulen Eiern. Es gibt Donuts hier. Ja klar. Das ist ja ein Service. Ich habe doch an alles gedacht. So Kinder, und jetzt geht's weiter. Eine kleine Stär gucken. In diesem ganzen Gebiet hier kommt schon kochend heißes Wasser raus. Hier 80 bis 100 Grad hat das Wasser, was da vorne zum Beispiel rauskommt. Aber nur irgendwo da vorne wird das wohl richtig rausgeschossen. Das ist der sechste Donut, den Izzy gerade isst. Mehr, oder? Sechs? Da waren acht drin. Ja, deswegen habe ich ja noch so einen Hunger, es waren nur sechs. Und was hier so rauskommt, Leute, ist so richtig geiler Schwefelgeruch. Magst du das? Nein. Ach so, boah, das riecht nach vergammelten Eiern. Das ist sogar ein Geysir, das ist der erste Geysir. Der wird auch ab und zu mal hier rausbrechen. Das heißt, wir warten jetzt. Ach, da ist der Große, guck, da warten noch alle. Da ist der Große und hier ist der Kleine, Little Geysir. Da warten echt alle wie bei so einer Show in irgendeinem Freizeitpark. Tu ja, was. Ungefähr alle 15 Minuten kommt der Geysir halt raus. Und das Coole ist, seit letztem Jahr haben die so einen kleinen Delfin, der dann immer hochspringt und dann macht er mal so ein Kunststück. Mal ja. So einen Backflip oder so. Seitdem ist es auch viel besser besucht hier. Ja. Seitdem klingelt die Kasse. Wenn es so eine Doku über Menschen gäbe und jetzt die da alle hier zustehen und die Menschen beobachten, wie es aus dem Erdboden spritzt. Und alle stehen hier, na los, spritz aus dem Boden raus. Also. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Wasserloch, da vorne ist brodelt auch schon alles. Einfach ein richtig geiles Jacuzzi eigentlich. Wobei 90 Grad können ein bisschen krass sein. Ist sogar über 100 Grad das Wasser unten. Ja, stimmt. Weil es unter so hohem Druck ist, dass es sozusagen noch nicht kocht. Aber irgendwann steigt es so weit nach oben, dass es eben doch kocht und dann schießt alles raus. Hat alles einen leichten zweideutigen Touch. Oh. Ja, richtig geile Schwefelwasser. Und nochmal. Genauso wie ich gesagt habe. Oh. Ziemlich cool, aber wir haben halt leider extrem Pech auf diese Reise mit dem Wetter. Man sieht, es ist einfach nur komplett weiß, halt mal wieder, komplett white out. Wenn ihr euch mal vorstellt, dass hier so blauer Himmel ist und dann halt so dieses weiße Wasser, die weiße Gischt in den Himmel schießt, das ist natürlich nochmal beeindruckend, aber auch so krass zu sehen. Ja, man muss sich jetzt halt mal vorstellen, hier drunter irgendwo ist wahrscheinlich so eine Lavaschicht, da auf jeden Fall extrem heiß da unten, da drüber ist dann Wasser und es wird so krass erhitzt, dass es aus größter Tiefe hinaufgeschossen wird und hier halt so 20 Meter in die Luft geht. Cool! So, wir sind hier in so einem kleinen Shop am Geysir und was die hier haben ist Fresh Icelandic Mountain Air für 11,90 €. Fast. Für 1091 Kronen, ungefähr 9 €. Einfach
frische Bergluft. Holy shit. Mit Zutaten drauf, Leute. Null Zucker ist auf jeden Fall drin. Brauchst du Mountain Lift? Oh ja. 11 Euro. 9 Euro. Das ist wirklich Luft. Da ist wirklich nichts drin. Ja, ich meine, wenn man mal in der Situation ist, wo man keine Luft mehr kriegt, dann ist man froh. Dann ist man wahrscheinlich froh, wenn man das hat. Denn? Da gibt es für 9 Euro Luft, Bergluft. Ah ja, doch, habe ich eben gesehen. Ja, ist doch ein Schnäppchen. Und kauft sich wahrscheinlich echt gut so. Für Chinesen, oder so. Ja. Also ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, dass man die Chinesen Luft kaufen. Wer geht da rein und kauft für 9 Euro Luft? Ich verstehe das nicht. Wie kann man das machen? Wenn es wenigstens diese Schwefelluft wäre, dann wäre es irgendwas Besonderes, ja? Kann doch stinken, wenn du es auch. Ja, dann wäre es für die Schule ganz lustig zum Beispiel. So was hätte ich in der Schule gemacht. Wichtige Arbeit, ganz viel von der Schwefelluft kaufen, ja, genau. Und dann unter das Lehrerpult stellen. Das hätte ich gemacht. Aber gute Luft, warum sollte man gute Luft kaufen? Verschenken. Mitbringen will. Guck mal, hier ist auch ein bisschen gute Luft. Luft. Du machst China so auf und so du machst, ja, aber dann machst du diese Dose auf, so, der Beschenk macht die Dose auf und so. Ist ja wie immer. Jetzt sitzt du einfach easy mit so einer Dose Luft. Ich habe zwei davon direkt mitgenommen. Ist gut. Zwei Shots. Na gut, jetzt rein ins Auto. Can you imagine this in summer? Ja, must be awesome. Oh, give him a thumb. Yeah, I saw a picture on the toilet. Wir sind auf der Toilette hier. Also, haben wir schon ausgebrochen, Leute. Jetzt geht's auf, ab in den Norden. Das war ein bisschen isländischer Hip-Hop. Weil was gibt es in Island unendlich viel, Leute? Wasserfälle. Und das sind nicht nur irgendwelche Wasserfälle, sondern die sehen auch fast alle so richtig krass einmal aus. Hier vorne ist einer. Da gehen wir jetzt hin. Waterfall! Sieht wirklich krass aus. Der ist der krasseste bisher. Alter, der ist echt groß. Der ist groß? Du nicht, aber guck mal da. Der Waterfall nur hier. Ja, es nur macht sich, würde ich sagen. Ja, soll man auch sagen, sieht schon heftig aus. So ein bisschen wie der Grand Canyon. Nicht ganz so groß, dafür extrem eisig. Bisschen blauer. Wer mal lauter und weniger blau. So würde ich zusammenfassen. Ansonsten genau das gleiche. Das war mein Statusbericht. Sehr gut, danke schön. Das ist ja cool, auch ein bisschen kalt. Lass weiterfahren. White Chocolate Mega Cookie, bester Cookie. Mm. Only 150. Ja, thanks for driving. Hey, ja, we made it, Leute, wir sind da. Alter, das war so eine lange Fahrt. Puh. Ich habe zwischendurch geschlafen, es gab Essen. Dann sind wir über ganz viele Straßen, Leute, richtig viele Straßen sind wir gefahren. Es war die ganze Zeit kein Mensch da, kein anderes Auto, es wird immer dunkler. War ein krasser Sonnenuntergang. Ich hoffe, ich konnte es irgendwie so ein bisschen filmen. Ich habe zwischendurch halt auch geschlafen. Und auf einmal gibt es aber wieder eine Stadt mit einem Berg. Schiffe sind am Start und ich glaube, das ist unser Hotel. Leute, ja? Monster Truck hat uns hingebracht. Also man kann jetzt auch mit normalen Autos fahren, aber es ist so krass, wie schnell man mit diesem Monster Truck fahren kann. Mit diesen fetten Reifen hier. Wir sind die ganze Zeit nur am Überholen mit viel höherer Geschwindigkeit, aber trotzdem total safe. Ballert der Pollen uns hier über die Straßen an allen Autos, die wenigen, die es gab, einfach vorbei. Sehr geiles Teil hier. Geht's dir gut? Ja, wieder. Das ist vielleicht keine gute Idee, den durch den Schnee zu ziehen. Kannst hier lassen, ich ziehe ihn schon. Ja, schau, es gibt auch einen Griff, den kann man so nehmen und dann trägt man den Koffer. Ja, ich trage deinen schon. Das ist ein Weg, so, da stellt man ihn rauf und dann kann man fahren. By the way,
auch zwei Tüten mit Süßigkeiten für uns. Weißt du, wie der Ort heißt, wo wir sind? Ziklo. Wie? Ziklo. Ziklo. Also eigentlich heißt es Ziklo. Aber die nennen das abgekürzt Ziklo. Wir sind Ziklo. Leute, richtig romantisch hier mit dem Fireplace. Und direkt dahinter hier sind wir am Hafen dran am Meer. Ich glaube, das ist wirklich der perfekte Ort für hier mal wieder zu schneiden. 5, 2, 6. Okay. Thank you so much. So. Mensch, das sieht nach einem echt coolen Zimmer aus. Richtig gemütlich. Und dann hat man hier auch noch Ausblick auf den Hafen raus, auf da oben den Berg. Ist schon cool, was? Wir halten uns noch kurz ein Abendessen zusammen. Und jetzt wird geschnitten. Wir haben uns echt nochmal einen ganz coolen Ort dafür gefunden. War ein langer Tag mal wieder mit einer langen Autofahrt. Ist ja nicht schnell, ist noch ein bisschen weiter. Schaut auf jeden Fall auch bei seinem Vlog vorbei. Und morgen, Leute, morgen geht es dann endlich snowboarden. Wie ihr gesehen habt, hat es heute schon den ganzen Tag richtig geschneit. Das heißt, wir sollten einen richtig geilen Powder haben. Und so richtig im Powder gefahren bin ich echt seit dem ersten Snowtrip nicht mehr, als wir damals in Sölden waren mit Max zusammen. Falls euch da nicht mehr erinnert, hier mal ein kurzer Ausschnitt. Gucken wir jetzt morgen wird. Wir haben von heute sogar noch Splitboards bekommen. Das wäre dann auch das erste Mal, dass wir Splitboards fahren. Das sind so Snowboards, die man sozusagen in zwei Teile teilt. Dann kann man sozusagen noch vom Lift aus noch höher so gehen und sich eine eigene Abfahrt in unberührten Powderschnee versuchen. Wer auf jeden Fall fällt, wenn wir es hinbekommen. Es ist kurz vor 3. Alle haben mich verlassen, Leute. Niemand ist mehr da. Ich auf meinem Blog, aber immerhin werde ich geschnitten. Ich werde schlafen. Und dann geht's morgen snowboarden. Ich freue mich mega darauf. Wir sehen uns dann wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, drückt einen Daumen nach oben. Ach ja. Und Nordlichter gibt's heute auch nicht. Wir haben so Pech mit Wetter. Jede einzelne Nacht komplett verhangen. Ich gehe schlafen. Bis morgen. Mach's gut. Ciao. Can you turn on the Northern Lights before? Yeah. Not working. Oh shit. Sorry. The light spot is not working. Damn. So sad. So sad.